Es gibt glücklicherweise eine Fülle von Lebensmitteln, die wir jeden Tag konsumieren können. Und dafür sollten wir auch in erster Linie dankbar sein. Viele Menschen wird dieses Privileg auf der Erde vorbehalten. Ja, leider, richtig. Auf dem Planeten, wo 200 Millionen für einen Fußballer bezahlt werden, aber täglich 800 Millionen Menschen hungern. Also wirklich jeden Tag. Doch wenn man eine große Auswahl an Lebensmitteln zur Verfügung hat, weiß man oft nicht, was man wirklich kaufen soll, um seiner Gesundheit was Gutes zu tun. Nein, ich korrigiere, das Beste zu tun. Daher habe ich für euch etwas ganz Besonderes in diesem Video vorbereitet. Es geht um die 5 Lebensmittel, die dir helfen werden, deine Langlebigkeit auf ein Maximum zu extendieren. Es gibt aber noch etwas Besseres als Langlebigkeit. Und das ist die gesunde Langlebigkeit. Gesundheit ist zwar nicht alles, aber ohne Gesundheit ist plötzlich alles nichts. Von daher bekommt ihr jetzt auf aktuellsten Studien basierend 5 richtig gute Lebensmittel. Lasst mir sehr gerne auch eine Bewertung da und einen netten Kommentar für meine Arbeit. Das gibt mir unheimlich viel zurück. Am Ende des Videos findet ihr übrigens auch alle Fitmacher, von denen ich hier rede, in der Videobeschreibung. Es lohnt sich, dort mal reinzuschauen. Jetzt geht's aber los. Wir starten mit dem ersten Lebensmittel, das auch sehr gut morgens verzehrt werden kann, so wie ich es zum Beispiel mache. Und das sind Beerenfrüchte, genau genommen die Heidelbeere. Das Besondere an dieser Frucht ist, dass sie auch tatsächlich heimisch ist bei uns in den Breitengraden und die Wälder eigentlich voll damit sind, wenn man ganz genau hinschaut. Sie sind vor allen Dingen auch winterfest und haben unsere Vorfahren von vielen, von tausend Jahren quasi schon als Lebensgrundlage gedient. Alleine deswegen verdient diese Frucht schon einen Platz. Aber sie kann noch viel mehr und das zeige ich euch jetzt in einer ausgezeichneten, randomisierten Menschenstudie, die brandaktuell ist, aus dem Medical Journal of Nutrition. Vom Juni 2023 wurden 61 ältere Menschen entweder gefriergetrocknetes Heidelbeerpulver gegeben oder ein Placebo und das für 12 Wochen. Wieso diese Studie so aussagekräftig ist, ist, dass die Menschen nicht wussten, was sie bekamen. Und die Gruppen zufällig aufgeteilt wurden. Aber es wird noch besser. Das Placebo-Pulver war ebenfalls mit Ballaststoffen und Vitamin C und dem gleichen Glucose-Fructose-Verhältnis versehen, sodass sich diese Pulver nur in der sekundären Pflanzenstoffkonzentration unterschieden haben. Und das ist einfach genial, weil dadurch die Probanden auch nicht direkt wussten, nehmen sie jetzt wirklich das Heidelbeersaftpulver zu sich, weil beides hat ja süß geschmeckt. Die Ergebnisse sehen wir hier. Nach 12 Wochen in Bild A wurde gemessen, inwieweit sich die Arterie weiten kann. Das ist sehr wichtig, denn eine enge Arterie führt zum Bluthochdruck und zwingt das Herz mehr zu arbeiten gegen diese enge Arterie. Je relaxierter die Arterie, desto gesünder sind die Blutgefäße. Dieser Parameter heißt flussvermittelte Vasodilation. Wir sehen hier, dass die Arteriengesundheit statistisch signifikant besser wurde in der Heidelbeergruppe, aber nicht in der Placebo-Gruppe. Dies muss sich ja dann auch noch auf den Blutdruck auswirken. Wenn die Arterien breiter gestellt sind, und so ist es auch. Hier zum Beispiel in B sinkt auch statistisch signifikant der systolische Blutdruck durch die Gabe des Heidelbeersaftpulvers. Selbst die kognitive Fähigkeit, zum Beispiel über den auditiven verbalen Lerntest, wurde hier ermittelt und die Menschen konnten sich viel besser Wörter und Zahlen merken und wiedergeben. In D sehen wir das. Und was wirklich erstaunlich ist, in nur 12 Wochen so ein statistisch signifikantes Ergebnis zu erzielen, dass auch weniger Zeit benötigt wurde, um Wörter und Zahlen zu wiederholen, sehen wir hier auch nochmal in E. Selbst im Darm ist Unfassbares passiert in so kurzer Zeit. Man sieht, dass die Diversität der Bakterien, die im Darm leben, sich signifikant erhöht hat, aber nur in der Heidelbeergruppe. Wen das exakt interessiert, den blende ich hier auch nochmal die Bakterienstämme ein, die sich hier verändert haben, in vor allen Dingen der Heidelbeersaftgruppe. Könnt ihr den Screenshot gerne auch jetzt machen. Die Konklusion der Wissenschaftler lautet, die tägliche Einnahme von Heidelbeerpulver, das 178 Gramm Frischgewicht entspricht, verbessert die vaskuläre und kognitive Funktion und senkt den systolischen Blutdruck über 24 Stunden bei gesunden älteren Menschen. Das deutet darauf hin, dass Heidelbeerpolyphenole, das sind die sekundären Pflanzenstoffe, das künftige kardiovaskuläre Erkrankungsrisiko in einer älteren Bevölkerung verringern. Das klingt doch vielversprechend fürs Alter, oder? Lebensmittel Nummer 2. Walnüsse. Doch wieso gerade diese Nuss? Nüsse sind sehr konzentrierte Nährstofflieferanten. Walnüsse bieten eine Reihe wichtiger Minerale, einschließlich Mangan, Kupfer, Magnesium, Phosphor,
Eisen und Zink. Aber auch viele B-Vitamine, B1, was wichtig ist für den Energiestoffwechsel, B6 und Folat, für die Zellteilung vor allen Dingen. Doch so richtig bekannt wurde die Walnuss wegen ihrem hohen Omega-3-Fettsäuregehalt. Wir sehen, es ist die Nuss mit dem höchsten Omega-3-Gehalt in der Menge pro 100 Gramm. Diese hat aber auch gleichzeitig mehr Omega-6, was ja bekannterweise für Entzündungen steht. Wieso sollte man dann eine Walnuss essen oder für gut erachten, wenn mehr entzündungsfördernde Omega-6-Fettsäuren enthalten sind als antientzündliche Omega-3-Fettsäuren? Die Antwort ist nicht immer gleich plausibel, bis man mal eine Studie dazu gemacht hat. In dieser randomisierten Menschenstudie mit 110 Serben zum Walnusskonsum zeigten die Ergebnisse sehr vielversprechende Wirkungen innerhalb von 4 Wochen. Man sieht hier eindrücklich die Omega-3-Fettsäure ALA, auch ALA, diese steht für Alpha-Linolensäure, ist statistisch signifikant bis zum Ende der Studie gestiegen. Aber auch die allgemeine Omega-3-Gehalt bzw. Konzentration im Blut. Und das Beste, das Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis, hat sich ebenfalls statistisch signifikant verbessert. Ich wiederhole, obwohl die Walnuss mehr Omega-6 hat als Omega-3, akkumuliert der Körper durch den Konsum von Walnüssen mehr Omega-3 und verbessert das Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis statistisch signifikant. Was man aber ebenfalls sieht, dass DHA, die Fettsäure, die wichtigste Funktion bei uns im Körper hat von allen Fettsäuren, und deswegen supplementiere ich diese auch zusätzlich, ja, durch laborgeprüftes Algenöl übrigens auch, hier keinen statistisch signifikanten Aufstieg verzeichnet hat. Das heißt, obwohl Omega-3 zugeführt wurde, ist die Eigensynthese aus der Vorstufe ALA nicht suffizient genug, um den DHA-Spiegel zu erhöhen. Und von daher an supplementiere ich diese immer aus der Alge, weil der Fisch müsste auch die Alge essen. Und je ursprünglicher man an der Wurzel ansetzt beim Lebensmittel, desto gesünder. Von daher will ich hier immer das Algenöl. Dafür müssen keine Fische ausgebeutet werden. Lebensmittel Nummer 3. Kohlgemüse oder auch Kreuzblütler genannt. Die Kreuzblütler sind eine Pflanzenfamilie, zu der viele bekannte Gemüse- und Zierpflanzen gehören. Sie sind charakterisiert durch 4 kreuzförmige angeordnete Blütenblätter. Einige häufige, kultivierte und bekannte Kreuzblütler sind folgende: Brokkoli, Blumenkohl, Rosenkohl, Weißkohl, Rotkohl, Wirsing, Rettich, Raps, Rübsen, Kohlrabi, Chinakohl, Rucola, Kresse, Senf, Meerrettich, Wasserkresse. Diese Kreuzblütler haben alle ähnliche Eigenschaften auf den Körper. Sie enthalten ganz bestimmte Senföle und sekundäre Pflanzenstoffe, die eine sehr potente Wirkung auf unseren Körper haben. Eine ist die Regulation des Blutzuckers. In einer Meta-Analyse aus 12 Studien konnte eindrücklich gezeigt werden, dass der Konsum von Kreuzblütlern mit einem signifikant verringerten Blutzucker korreliert. Hier waren es 12 Milligramm pro Deziliter weniger beim nüchternen Blutzucker, was wirklich, wirklich, wirklich viel ist. Wieso ist das denn jetzt so wichtig? Das sehen wir hier in der Studie, dass ein erhöhter Blutzucker mit einem 7,7-mal höherem Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiko assoziiert ist. Dieser Blutzucker ist noch viel schädlicher als Übergewicht, Rauchen und Bluthochdruck, sehen wir hier. Diese kommen höchstens auf 3,3, ja, höheres Risiko. Und deswegen ist auf meinem Speiseplan mindestens 100, höchstens 500 Gramm am Tag Kreuzblütler wirklich eine Tagesordnung. Das kann ich euch wirklich auch empfehlen. Man kann das Ganze auch ein bisschen schmackhafter machen, vielleicht mit ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Senf, ein bisschen Pfeffer, wie man es möchte. Hauptsache, etwas davon tut dir wirklich, wirklich gut und ist wertvoll für deine Gesundheit. Lebensmittel Nummer 4. Hülsenfrüchte. In einer Riesenstudie mit knapp 715.000, ich wiederhole, 715.000 Probanden, die teilweise über 32 Jahre begleitet wurden zum Thema Proteinkonsum, konnte ein Trend beobachtet werden. Man sieht hier, dass mit steigendem Proteinkonsum auch die Langlebigkeit bzw. die Wahrscheinlichkeit steigt. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, denn in der Studie wurde zum Glück unterteilt. Man sieht hier, dass das tierische Protein nicht zur Langlebigkeit beiträgt, sondern das pflanzliche Protein. Das ist hier sehr gut belegt und sehr gut herausgearbeitet. Denn viele ruhen sich darauf aus,
Na, und für diesen hohen Fleischkonsum, das ja mit Langlebigkeit assoziiert ist, nein, es sind die pflanzlichen Proteine. Daher sagt die Konklusion der Studie auch Folgendes. Eine höhere Aufnahme vom Gesamtprotein wurde mit einem geringeren Risiko für alle Todesursachen in Verbindung gebracht. Und die Aufnahme von pflanzlichen Proteinen war mit einem geringeren Risiko für alle Todesursachen und für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden. Ich wiederhole, von pflanzlichen Proteinen. Der Ersatz von Lebensmitteln mit hohem Anteil am tierischen Eiweiß durch pflanzliche Eiweißquellen könnte mit Langlebigkeit verbunden sein. Daher sind die besten Quellen hier sicher Erbsen, Linsen, Bohnen, Lupinen, aber auch Soja. Denn auch da gibt es keine Hinweise, dass Soja bzw. ja, die darin enthaltenen Isoflavone irgendeinen Einfluss auf den Hormonhaushalt bei Männern haben, sehen wir hier in der Studie. Das ist längst widerlegt. Lebensmittel Nummer 5 sind Oliven bzw. auch das Olivenöl. Dieses Öl ist wirklich eine Bereicherung für unsere Gesundheit und kann nur noch durch das Schwarzkümmelöl getoppt werden, was aber kein typisches Speiseöl ist. Viele kennen die mediterrane Ernährung, die laut Studien, und davon gibt es mittlerweile 217 Meta-Analysen, wirklich positive Effekte auf unsere Gesundheit haben soll. Das zeigt zum Beispiel diese Meta-Analyse mit knapp 850.000 Probanden. Dort kam es zu dem Ergebnis, dass Olivenöl mit einem 16% verringerten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen einherging, wenn man ca. 25 Gramm davon am Tag konsumiert. Daher, wenn ich Speiseöl nutze, dann immer hochwertiges, laborgeprüftes Bio-Rohkost-Olivenöl. Findet ihr übrigens auch unten in der Videobeschreibung. Das war's. Ich hoffe, du konntest wieder was lernen. Alle Fitmacher, die ich hier nutze und so weiter, packe ich euch unter das Video. Abonniere nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten spannenden Video. Bis dahin, dein Patrick.